Herzlich willkommen, sehr geil, dass du wieder mit am Start bist. Oder? Ich sehe, dir kann man trauen. Sag mal, hast du dort im Lager nicht so einen Typen getroffen? Sein Name ist Fisk. Fisk, klar habe ich ihn getroffen. Wieso? Und, wie geht's ihm dort? Hat sich bestimmt gut eingerichtet, wie immer. Im Grunde schon, ja, handelt mit allem möglichen Plunder. Dann richte ihm doch Grüße von mir aus, wenn du ihn nochmal sehen solltest. Ist das alles? Ja. Ich denke, das sollte genügen. Na gut, wenn ich ihn treffe, grüße ich ihn von dir. Danke, Kumpel. Okay, wir sind hier in der letzten Folge hinter den Orkwall gekommen und haben hier dieses kleine Camp gefunden. Hey, du. Radford, Drax und Isidro haben sich hier quasi häuslich eingerichtet. Erstmal brate ich aber mir mal eine Mallrat-Keule, falls es geht. Okay, tatsächlich. Und wir werden jetzt mit Isidro sogleich wieder aufbrechen zum ehemaligen Kloster an der Küste. Denn dort haben sie sich wohl niedergelassen. ja. Und das würde natürlich bedeuten, dass wir dort eventuell unsere Vorräte auffrischen können, Kor Anga finden können. Das wäre natürlich mega titte, aber erstmal nehme ich das Schattenläuferfell mit. So, und ja, falls wir ihn dort im Lager im Kloster nicht finden sollten, wird es so sein, dass wir wahrscheinlich dann mal, ja, nochmal hier uns im Wald umschauen müssten. Ja, aber das will ich gar nicht alles so erklären. Das habe ich in der letzten Folge schon aufgeschlüsselt, so ein bisschen. So, diese Goblins haben im besten Falle einige Goblinbären dabei. Jawohl, so sieht es nämlich aus. Sehr schön. Damit können wir unsere Geschick werten. Wir brauchen noch 14 Geschicklichkeitspunkte. Dann können wir den nächst krasseren Bogen tragen. Das wäre natürlich sehr nice. Der will echt diese Feuerwarane angreifen. Der Junge hat Mut. Der Junge hat echt Eier. Höre Orks. Dispo, Alter. Junge, mach mal halblang. Die Gegend ist doch gar nicht erkundet und erschlossen. Warte mal. Ja, warte mal kurz, bitte. Gib dir mal einen Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Ich glaube, die Orks sind aber zwar auf der anderen Palisadenseite, aber nichtsdestotrotz. Die Sache mit den Varanen, das macht mir schon gerade ein bisschen, jetzt kommt er hier nicht mehr raus. Hm. Komm schon, Bursche. Lass es. Komm, Boy. Jawohl, da hat er's. Okay, nicht schlecht. Sollte nochmal speichern. Die Gegend ist halt noch nicht erschlossen hier, deshalb. Ich habe weniger Angst um mich, sondern mehr Angst um ihn. Jetzt sich auch Safety. Ja, was soll das werden, wenn es fertig ist? Keine Lust hier, den Kindersitter für dich zu spielen, nur weil du hier einen auf Helden machen willst. Und der jetzt hier eine. Alter. Digga, ich kann dich nicht die ganze Zeit beschützen, Alter. Von diesen Drecksviechern. Wie so eine Alarmanlage. Digga. Ja, der nimmt echt alles mit, was er kriegen kann, oder? Junge. Alter, was macht er denn? Ich auf mich gehen, ist es gut. Alter, jetzt mach mal halblang, Bro. Mach echt mal halblang, bitte. Er stürzt sich hier noch selbst vollständig in Tod. Okay. Wenn er dort gerade stehen bleiben kann, ohne dass er angegriffen wird, ist das ja schon mal okay. Lauflieder hier einsammeln, das ist sehr viel wert. Wisst ihr ja, für mich besonders viel wert. Erstmal kurze Verschnaufpause. Die Tränke, die gönne ich mir.
Manche fragen sich jetzt vielleicht, warum ich jetzt die Novizenrobe trage. Es liegt einfach daran, dass wir jetzt hier gleich im zweiten Lager der Bruderschaft kommen, in dem Val Netbeck einfach der fucking Anführer sein soll. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Der geht echt kein Werk. Alter. Das gibt es nicht! Mann, warum macht er denn so einen Scheiß? Was? Wir machen es anders. Du bleibst jetzt dort schön stehen. Ich gehe voran. Digga, was soll der Witz? Alter, der rennt einfach rein und lässt sich umbringen, Junge. Ich hätte vorher die Gegend erkunden sollen. Okay, scheiße. Alter, jetzt bin ich selber schuld. Jetzt habe ich ihn selber geschlagen. Jetzt stirbt er auf jeden Fall. Okay, gut, er hat selber einen Heiltrank. Alter, dieser Vogel. Scheiß auf den Loot, den hole ich mir später. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Muss jetzt erstmal mit dem sicher ins Lager da ankommen. Warte mal. Warte, mach doch jetzt mal halblang, Alter. Du rennst hier wirklich noch in den Tod. So, bleib da jetzt bitte stehen. Bitte. Bitte dich höflich. Bleib dort jetzt einfach stehen und mach keine Dummheiten. Ich kümmere mich jetzt um die. Die ganzen Gegner. Ich versuche jetzt den Weg frei zu machen. So, nochmal speichern. Die anderen Viecher hole ich mir später. Alter, dieser Vogel, ne? Kann jemand mal bitte seine Auto-Alarmanlage ausmachen, bitte? Junge, das geht mir auf den Sack. Geh nicht zu weg hier. So. Ja, ja, kommt alle her. Ich mach euch fertig. Die Goblins waren es gerade, die ihn umgelegt haben. So. Mal kurz hochheilen. Ich glaube, das ist die Musik von Lesters Tal, die hier gerade läuft. Finde ich sehr geil, weil ich mag den Soundtrack. Scheiß drauf. Im besten Fall kann ich mir neue Ausdauertränke kaufen. Im Lager der Bruderschaft. Das muss auch Kor Anga sein, ey. Okay, dass er jetzt auf die nicht losgegangen ist, das wundert mich. Bleib dort schön stehen. Schön stehen bleiben. Alter, da ist ein Drachensnapper ganz in der Nähe. Hau dem Typen einfach nicht. Alter, der rennt einfach weiter. Digga, was machst du denn? Ja, genau, Alter. Und der denkt doch nicht ernsthaft, dass er das überlebt, oder? Alter, Junge. Du machst mich fertig. Oder dich selber, besser gesagt. Aber meine Nerven auch noch. Guck mal, da ist... Alter, wie cool, da ist ein Camp. Da ist eine Palisade, ein Stück. Da gehen wir später auf jeden Fall auch noch hin. Aber ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich Balisitro sicher da wegbringe. Wer ist das denn? Ein Waffenknecht. Der steht hier einfach rum. Okay, was es mit dir auf sich hat, vielleicht erfahre ich das später noch. Aber erstmal muss ich die Sitro wegbringen. Junge, Junge, Junge. Okay, irgendein unsichtbares Vieh.
Alter Schwede. Also erstmal Wegfindung wieder. Cool umgesetzt hier. Das gefällt mir echt gut vom Design her der Welt. Echt cool. Nein. Bitte fall da nicht runter. Danke. Danke, danke, danke. Alter, wie viel Viehzeug hier ist. Wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mist viel weniger. Okay, wir machen jetzt hier nur grobe Pflege, sag ich jetzt mal. So, jetzt sollten wir doch eigentlich in Sicherheit sein, oder? Speichern. Da ist ein Schiff, oder? War da gerade ein Schiff? Alter, da ist ein fucking Schiff. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was wir hier noch finden werden. Okay, wir sind im Lager angekommen. Im ehemaligen Kloster. Mal gucken, wie sie das umgebaut haben. Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Das gefällt mir. Das ist cool gemacht. Das die. So, wir sind da. Hier kannst du dich vollständig sicher fühlen. Hoffentlich, ey. Was ist denn das für ein Schiff dort unten? Ach, Bursche, das ist doch der orkische Drakkar. Hast du das etwa nicht gewusst? Stell dir vor, nein. Schon gut. Entspann dich, Junge. Es war doch nur ein Scherz. Ehrlich gesagt, sehe ich solch ein Schiff auch zum ersten Mal in meinem Leben. HMMM. Interessant, wozu die Orks es brauchen. Was meinst du mit deinem Wozu? Denkst du etwa, die Orks hätten diese Insel einfach schwimmend erreicht? Und außerdem bringt dieses Schiff immer wieder Verstärkungstrupps für den Belagerungsring. Obwohl ich glaube, dass sich hier bereits viel mehr als genug Orks befinden, um dieses Vorhaben zu verwirklichen. Mir scheint, es steckt mehr dahinter, als wir denken. Verstehe. Und wie oft treffen neue Verstärkungstrupps ein? Genau kann ich es leider nicht sagen, aber vor einigen Tagen brachte dieser Drakkar wieder einen großen Haufen dieser Bestien her. Ach, wir hoffen alle nur darauf, dass die Orks nicht auf die Idee kommen, uns doch einen Besuch abzustatten. Denn dann wären wir alle erledigt. Ich denke, Nidbeak wird so etwas nicht zulassen. Ja. Er ist unsere einzige Hoffnung. Ist klar, Chef. Ich glaube, ich kenne dich. Du bist doch derjenige, der mich damals ins Sumpflager geführt hat. Weißt du noch? MHMM. Mein Name ist Dusty. Ich war damals noch Butler im alten Lager. Ich fange an, mich zu erinnern. Bist du mir denn nicht böse, dass ich dich mit in diese Sache gezogen habe? Nein, natürlich nicht. Ich bin ja selbst schuld. Hab mich mit reinziehen lassen, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Ehrlich gesagt habe ich ihr dummes Zeug sowieso nicht kapiert. Bei Tondral habe ich mehr geschlafen als zugehört. Nach der Schufterei in der Mine war mir nicht nach höheren Sphären zumute. Und jetzt sprechen wir hier mit Bäumen. Sehr interessant. Okay, wir sind angekommen. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Einfach nur eine Wache, dass wir nicht am Tor stehen. Der orkische Drakkar. Die Orks haben da unten echt ein Lager. Aber, ja, gut, er hat ja schon gesagt, die haben an der Küste zwar viele Orks hier, aber die trauen sich ja nicht durch den Wald durch, um zu ihren Brüdern zuzustoßen. Ich grüße dich, alter Freund. Was denn? Erinnerst du dich wirklich noch an mich? Aber natürlich. Ein Mensch wie du ist nur schwer zu vergessen. Sogar wenn man größtenteils mit Bäumen und nicht mit Menschen spricht. Na dann, das freut mich. Aber was ist denn hier geschehen? Nichts. Wenn dich interessiert, wie ich überleben konnte, dann kann ich dir nur sagen, dass es sehr einfach war. Meine Bäume gaben mir Schutz vor der verderbenden Magie des Schläfers, sie erretteten mich von dem Wahnsinn und dem furchtbaren Tode, der meine Brüder ereilt hat. Und sie führten mich zu der Gottheit,
die mir hilft, die Weisheit zu finden und den wahren Sinn des Lebens zu erkennen. Das ist der Geist der Natur, dessen lebensgebende Kraft du mit Sicherheit um dich herum verspürst. Oder? Ja, natürlich. Da dein Gott so mächtig ist, kann er dich sicherlich in das Wissen von 9 Runen einweihen, oder? Siehst du etwa an meiner Kleidung eine Tasche, in welche ich diese Runen stecken könnte? Obwohl, ich habe tatsächlich eine Rune für unsere Jäger hergestellt, damit sie nicht so oft bei der Jagd umkommen. Frag sie nach der Teleportrune zu unserem Lager. Cool, das ist cool. Und wie stehst du zu den anderen Göttern? Meinst du Innos und alle anderen? Was interessieren mich diese Gebrüder, die nur ihre Spielchen spielen? Innos bringt das Licht in diese Welt. Ist das etwa ein Spielchen? Für das Licht hältst du den Glanz der Münzen, die an seinen Schreinen gespendet werden. Und die Kraft, die Belial verspricht, verlockt sie dich nicht? Könnte er etwa solch einen Wald erschaffen, wie ihn mein Gott erschaffen hat? Aber was ist dann mit Adanus? Er ist wohl der Einzige, der verehrungswürdig ist. Er ist weise auf seinem Weg der Mitte. Und sein Wasser schenkt meinen Bäumen Leben. Also, wir werden uns jetzt erstmal wieder auf eine Viertelstunde Dialog hier einstellen müssen. Na, also lehnt euch zurück. Ich glaube, mit Kämpfen war es das jetzt die Folge. Und wie verhält sich dein Gott den Orks gegenüber? Er ist der Vater alles Lebendigen. Warum haben dann die Orks diesen Ort verlassen? Ich dachte, dass sie meine Bäume lieben, aber sie wollten sie abholzen. Nun sind sie fort und werden meinen Wald nie mehr betreten. HMMM, hoffentlich. Da dein Gott so mächtig ist, kann er... Siehst du etwas? Ja, das habe ich schon gefragt. Brauche deine Hilfe, um die Nazgul zu bezwingen? Wäre jetzt in Herr der Ringe vollständig angekommen? Uruk-hai, Nazgul, was kommt noch? Ich brauche deine Hilfe, um die Nazgul zu bezwingen. Wirst du mir helfen? Diese Aufgabe wirst du alleine meistern. Mir fällt es schwer, meine ehemaligen Brüder zu töten, sogar wenn sie schon längst tot sind. Dich aber befreit Innos vom überflüssigen Zögern. Okay, keine Ahnung, worum das jetzt hier ging. Leidet irgendjemand dem Lager an Kopfschmerzen oder Albträumen? Ich spüre eine dunkle Magie in diesem Tal. Dieser Ort ist gefährlich. Besonders für meine ehemaligen Brüder aus dem Sumpflager. Aber mein Gott gibt mir Kraft und befähigt mich, diesen Wald zu schützen. Hier sind sie in Sicherheit. Heile mich, bitte. Gut. Ich werde dir helfen. So. Du bist wieder gesund. Danke. Danke. Okay, also doch nicht so viel Dialog, wie ich gerade befürchtet habe. Schade, die Leitern wurden hier entfernt. Wir kommen hier nicht mehr hoch. Schade, schade. Ja gut. Also was das jetzt mit diesem Nazgul auf sich hatte, keine Ahnung, was er jetzt gemeint hat. Wahrscheinlich irgendeine Quest, die ich mal ganz in der ersten oder zweiten Folge bekommen habe oder so. Ja, keine Ahnung. Sieht eigentlich schon ganz imposant hier aus. Also mir gefällt das hier jetzt schon mal ganz gut, muss ich sagen. Klar, in Gothic 1 war das eine ganz andere Anlage, aber so wie das jetzt aussieht mit so überall Natur überwuchert und so, das gefällt mir schon ganz gut. Also das ist schon ganz cool gemacht, ehrlich gesagt. Ganz cool. Hab auch bis jetzt keine wirklichen Logiklücken gefunden. Also die haben das schon irgendwie begründet. Mit allerlei Stuff. So, wie kommt man darüber? Die Säule existiert ja nicht mehr. Warte mal. Versucht den mit einem Akrobatik-Sprung, aber ich glaube, das könnte zu weit sein. Für Akrobatik. Vielleicht kann er von da oben einfach runterspringen, das würde wahrscheinlich auch gehen. Ja, oder es geht so. Alles klar. Gut. Was haben wir denn hier? Links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, 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 rechts, links, 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 rechts, links, rechts, links, 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 rechts, links. Rechts, links, rechts, links, 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 rechts, links. Warte. Wie hier? Rechts. Also. Ich schreib mal mit. Links. Rechts, links, links, links.
Links, rechts, links, links, links. Oh mein Gott. Links, rechts, links, 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 rechts. Links. Rechts, okay. Ich meine, für jedes Mal knacken kriege ich einen Erfahrungspunkt, also... Da will ich mal nicht so sein. 500 Gold, 10 Erz, Gletscher, Verwandlung, Fleischschwanze. Cool. Jetzt habe ich schon dreimal Verwandlung, Fleischschwanze, aber das ist nicht schlimm. Je öfter wir den Zauber haben, desto besser. Für irgendwelche Quests ist der bestimmt ganz relevant. Was haben wir denn da drüben, frage ich mich. Oder da oben besser gesagt, das würde ich jetzt erstmal nachfragen. Wie gesagt, ich muss auch noch Kor Anga finden. Ich habe die Hoffnung, dass der hier im Lager ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, wäre das Mist. Dann muss ich nochmal auf Suche gehen. Dann muss der irgendwo vielleicht im Wald sein oder so. Ich weiß es nicht. Wir haben noch einige Goblins. Mal gucken, wo wir jetzt hier lang kommen. Ob wir jetzt hier zur Austauschstelle kommen oder so. Das wäre ja ganz witzig. Da brauche ich nicht zu euch hinrennen. Hey. Geht's denn da noch lang, ey? Sollte speichern. Mysteriöses Lager hier auf jeden Fall. Gespannt, was wir hier oben jetzt noch finden werden. Vielleicht Bossgegner oder sowas? Wer kennt's nicht? Einfach mal den Berg hochrollen. Meine Lieblingsbeschäftigung. Also zumindest farmen wir gerade ganz gut Erfahrungspunkte. Was relativ nice ist. So. Naja, gut, ein bisschen brauchen wir noch für ein Level Up, aber... Das sieht ganz gut aus. Ich folge einfach mal meiner Intuition. Mir sagt, dass ich hier lang muss. Ja, wo kommen wir? Ah, da hinten ist ein Zelt. Sehr cool, da könnte jemand sein. Vielleicht ist da Kor Anga. Hoffe ich jetzt inständig. Weil ich muss den finden, um Guru werden zu können. Höhle. Bin gespannt. Sehr gespannt jetzt. Wen wir jetzt hier treffen werden. Mutt mit seinen 20 Kisten Erz wäre auch noch möglich. Geldrübe. Ey, das hört sich nach einem Schmied an. Vielleicht Stone. Stone, der Schmied. Das könnte möglich sein. Ich ernte erstmal sein Essen hier ab. Ein Schmied? Ah, ist ein... Ah, Darion ist hier. Okay. Der ehemalige Schmied aus dem Sumpflager. Wie geht's dir, Meister? Erinnerst du dich an mich? Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Aber ist auch nicht verwunderlich. Denn hier gibt es keine Fremden. Meister, kann ich bei dir Waffen oder Zubehör zum Schmieden kaufen? Natürlich. Aber nur in der Zeit, in der ich in der Schmiede bin. Abends erhole ich mich. Wir übernachten uns hier nicht. Wir überanstrengen uns hier nicht bei der Arbeit. Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Wie kommt es dazu, dass die Schmiede hier oben in den Bergen steht? An dem Tag, an dem die Barriere fiel, herrschte im Lager das Chaos. Nur wenige konnten einen klaren Verstand behalten. Diejenigen, die damals nicht im Irrsinn verfielen, sind nun mehrheitlich hier. Und was hast du damals gemacht? Einige Zeit streunte ich wie alle anderen ohne Sinn und Verstand durch die Gegend. Und dann begegnete ich Nedbeck. Damals war er offenbar der einzige Mensch im Minental, der Ruhe bewahren konnte, und ich ging mit ihm. Aber wie du verstehst, bin ich Schmied und deswegen sind mir Bäume fremd. Daher gehe ich in mein Handwerk hier in den Bergen nach. Ja, aber das erklärt nicht, wie du deine fucking Schmiede hier hochkriegen konntest. Ich meine, so ein Ding, so eine Schmiede hochzuhieven, das Ding wiegt alleine mehrere Tonnen. Wie willst du dieses Teil hier in die Berge gekriegt haben? Alleine auch den fucking Amboss und den Schleifstein alles. Wie hast du das hier hochgekriegt, bitte? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Dass du das alleine hier hochgehieft hast. Ganz ehrlich. Links, rechts. Links, rechts, links, rechts, links. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, 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 rechts, links, rechts, links, links, links.
Eine Windfaust, Spruchrolle, sehr gut. Zange, Klinge, Stängel, Hammer. Ja, wie gesagt, die Sache ist jetzt halt, alles was aus Holz und so ist, das kann man, das sehe ich ein, das kann man hier oben bauen und so. Aber ey, ohne Witz, wie wollen die das erklären, dass diese Schmiede hier hochgehievt wurde? Das kann mir keiner erzählen. Aber hier oben hast du natürlich eine Ultra-Aussicht. Das ist krass, wirklich. Ich glaube, du kannst sogar die Burg von hier aus sehen. Ne, die Burg siehst du nicht, aber... Doch, man kann die Burg sehen. Nice. Ja, zumindest einen Teil der Burg kann man sehen, dort wo die Ramme dran steht. Den Teil kann man sehen. Ja, ein cooler Secret Place hier, aber ganz ehrlich, hätte ich diese Game Design Entscheidung getroffen, hätte ich gesagt, Alter, das ist völliger Bullshit, dass der Typ hier oben alleine eine Schmiede hat. Ich hätte hier wirklich jemand anderen hingesetzt. Ich hätte hier auch was hingemacht, auf jeden Fall. Also das hätte ich nicht gesagt, dass das jetzt nicht der Fall ist. Aber ich hätte vielleicht eher ein Bossmonster hier hingemacht. Irgendwie einen krassen Varg oder sowas, weiß ich nicht. Oder eine krasse Blutfliege, keine Ahnung, was weiß ich. Dass man den Menschen hergesetzt hat, ist auch okay. Aber wie die das begründen wollen, dass der jetzt hier oben schmiedet, also das ist okay. Aber wie der die Schmiede hierher gebracht hat, das ist schon wieder so eine Sache, wo ich mir denke... Da kann man doch mal einen Meter weiter denken und sich zumindest mal eine Begründung ausdenken, wie die Schmiede hier hochgekommen ist. Kann ja auch sein, weißt du, es wäre ja auch nicht so schwer gewesen zu sagen, ja, die Schmiede war bereits hier. Die war schon da, irgendjemand hatte die schon vorher hergebracht. Da hätte ich gesagt, okay, wenn das aus grauer Vorzeit eine alte Schmiede ist, okay, meinetwegen. Dann hat er die einfach übernommen, so, ist cool, dann kann ich mit leben, so, das ist eine Begründung. Aber einfach das so stehen zu lassen, dass da oben einfach eine Schmiede ist, finde ich ein bisschen schwach. Naja. Was haben wir denn da hinten noch? Da hinten ist vielleicht auch noch was. Jetzt kann ich da hoch halt gehen, wenn ich halt Schmiedezubehör kaufen möchte. Toll. Da ich kein Schmied bin, war das jetzt wahrscheinlich mein erster und letzter Besuch da oben. Es sei denn, Darion kommt nochmal in irgendeiner Quest vor. Okay, das war knapp. Es sei denn, dieser Lümmel kommt nochmal in irgendeiner Quest vor. Den Blauflieder nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ich glaube, jetzt könnten wir unsere Blauflieder-Vorräte nochmal ein bisschen auffrischen hier oben. Oder allgemein hier hinterm Orkwall, wo viel Natur jetzt ist. Oh, guck mal. Tipping-Fehler. Könnte ich auch runterkommen. Cool. Ist der einfache Weg runter. Okay. Hier mache ich es halt so. So. Okay, gut. Aber wer ist denn noch hier? Ist einfach nur eine Wache. Komm schon, hier muss doch irgendwie Kor Anga sein. Bitte. Keine Ahnung, sag du es mir. Was? Du bist ein Novize in Templerrüstung? Okay. Ist doch alles bla bla, ist das doch. Links, rechts, rechts. Ein paar Goldstücke. Hau mich mal aufs Ohr. Einfach, damit ich wieder volles Leben und Ausdauer hab. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch... So. Ah, das sind alles namenlose Novizen. Das ist... Mann. Das ist ein bisschen nervig. Einer hier, der irgendwie... Links, rechts, rechts, links, links. Einer hier, mit dem man mal irgendwie über so... alte Sumpflager-Stories reden kann, außer das hier. Du bist doch Gor Boba, ne? Ich kenne dich. Du bist doch der Templer, der in der alten Mine die Minekraftler gejagt hat. Ja, stimmt. Um an ihr Siegfried zu kommen. Wunderbar. Aber wie konntest du dich bloß aus der alten Mine retten? Sie ist doch eingestürzt. Ich erkenne dich, Bezwinger von Minekrolen. Das ist eine lange Geschichte. Hauptsächlich stürzten nur die Durchgänge der Mine ein. Die unteren Höhlen blieben praktisch unbeschädigt. Okay. Dafür haben aber sehr viele in der Mine ihren Verstand verloren. Ich werde dir nicht von dem Wahnsinn erzählen, dem alle damals verfallen sind. Ich versteckte mich in einer abgelegenen Ecke und betete zu allen Göttern, sowohl zu den mir Bekannten, als auch zu Unbekannten. Und einer der Götter erhörte meine Gebete. Wer weiß, vielleicht war es Netbecks Gott. Nach einem starken Erdbeben fühlte ich einen Lufthauch aus einem verschütteten Ausgang.
Und eine Spruchrolle der Verwandlung in eine Fleischwanze ermöglichte mir, mich durch neu entstandene Felsspalten herauszuschleichen. Die Welt draußen überraschte mich, sie war ganz anders geworden. Ich war's aber auch. Aber wo warst du denn diese ganze Zeit? Ich liebte wie immer im Kampf und auf der Flucht. Verstehe. Es ist also alles beim Alten. Wenn du irgendwas brauchst, wende dich an mich. Und was machst du eigentlich hier? Ich führe die Wachen an und schaue nach dem Rechten hier im Lager. Solltest du Probleme haben, so komm zu mir. Außerdem kann ich dir einige Waren aus unseren Beständen verkaufen. Hast du nicht zufällig Spruchrollen der Verwandlung in eine Fleischwanze? Ich habe nämlich in Korinnes gar keine gefunden. Ein paar Stück habe ich noch. Und gibt's hier ein Plätzchen zum Schlafen? In einem Zelt hinten rechts steht ein freies Bett. Du kannst es gerne zum Schlafen verwenden. Okay, zumindest wurde jetzt mal aufgeklärt, warum die Mine nicht verschüttet ist im Sinne von verschüttet sein. Habt ihr einen Schmied? Ja, das habe ich schon gefunden. Habt ihr hier einen Schmied? Ja. Darion ist der Schmied in unserem Lager. Er hält sich hier nur abends auf. Und tagsüber lebt und arbeitet er in den Bergen, wo sich seine Schmiede befindet. Ach, schade, ich hatte gehofft, er erklärt mir jetzt, wie die Schmiede da hochgekommen ist. Zeig mir deine Waren. Du kannst bei mir eine sehr gute Karte kaufen, die viel detaillierter als die Karten ist, die du in der Burg kaufen kannst. Frage mich, woher du weißt. Ja, okay, Teleport zum Waldlager, das gönne ich mir definitiv. Untote vernichten, kaufe ich alle dir weg. Ja gut, kaufe ich mal auch, einfach weil es geht. War ein netter Zweihänder, aber der nützt mir nicht viel. Verwandlung Fleischschwanze. Ich habe ja, glaube ich, 2, 3 selber. Ja, ich habe 3 Stück, deshalb würde ich die jetzt mal nicht abkaufen von ihm. Aber, ja. Hattest du Kopfschmerzen? In der ersten Zeit, ja, und zwar ganz heftige. Zuerst hatte ich gedacht, das wären die Folgen meines langen Aufenthalts in der Mine. Aber Ned Buck erklärte mir, dass das die Auswirkungen eines dunklen Zaubers sind. Hier, im Lager, verschwanden die Schmerzen aber und kamen nie wieder. Alles klar. Ja. Gut, dann glaube ich, haben wir jetzt erstmal hier tatsächlich mit allen soweit gesprochen. Anga scheint nicht hier zu sein und ich habe auch keine Informationen bekommen, leider. Das ist doof, aber wir haben jetzt erstmal einen Teleport hierher. Und das bedeutet, wir werden in der nächsten Folge uns erstmal in der Gegend hier umschauen weiter. Ein bisschen grinden, gucken, was es mit diesem Ork-Lager da auf sich hat. Ich bin sehr gespannt. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen, lasst gerne Bewertungen da, folgt mir auf Twitch. Bleibt gesund, haut rein, macht's gut und ciao.